Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Herrschaftsgameplay von Call of Duty Black Ops 2. Heute ist der edle Gameplay-Spender The Magic Ohm und ich habe sogar noch ein kleines Video dabei. Ein Commentary, besser gesagt Video, das ist ja schon ein Video. Und zwar darf man NPD-Plakate zerstören. Es ist ja so, unser Bundespräsident, Gauck heißt er, hat mal in einer Rede gesagt, um die Freiheit zu wahren, darf man auch Mord begehen. Das bedeutet, damals hat ja dieser Mann, der den Hitler-Attentat da gemacht hat, Stauffenberg heißt er, glaube ich, oder so, der hat ja Ding gemacht, einen Attentat auf Adolf Hitler, damit dieses Martyrium endlich aufhört. Und jetzt ist Folgendes. Wenn man so ein NPD-Plakat mal liest, dann ist das doch nicht mit unserer Meinung hier, mit unserem Rechtssystem eigentlich vereinbar. Weil wir sagen ja auch immer, Freiheit ist Macht und Macht ist Freiheit. Und was sagen wir denn noch? Jeder hat doch das gleiche Recht, ob schwarz, ob weiß. Aber wenn ich diese NPD-Plakaten lesen muss, dann kommt mir wirklich das große Kotzen, wenn ich da lesen muss, Ausländer raus oder hier scheiß Schwule oder scheiß Afroamerikaner. Das ist für mich klarer Rassismus und das ist auch noch in Deutschland erlaubt. Offizieller Rassismus. Diese Partei ist ein Krebsgeschwür, die NPD ist eine Terrororganisation, muss man ganz klar sagen, weil diese Organisation, diese Partei menschenverachtend ist, radikal, absolut gefährlich und menschenverachtend. Vier Punkte, die absolut brutal sind und ja, die Partei ist immer noch in Deutschland und naja, wenn viele Leute sagen immer, ach, das Kreuzchen, das interessiert nicht. Oder viele haben auch schon schlechte Erfahrungen vielleicht mit Ausländern gemacht. Und die Leute, die wählen dann die NPD. Und das ist das Problem. Das darf man eben nicht. Weil es gibt genauso viele Deutsche, die Scheiße machen. Tausendmal so viele. Und es ist natürlich Fakt, es gibt eine höhere Kriminalität bei Ausländern. Aber wenn wir den Ausländern auch nicht die Hand reichen, ihnen auch nicht, ihnen nicht sozusagen unterstützen, die Ausländer, und sie einfach als Menschen zweiter Klasse sehen, dann muss man sich nicht wundern, dass die Kriminalität halt eben höher ist. Ja, Perspektivlosigkeit nenne ich sowas. Und dann würde selbst ein Deutscher kriminell werden. Ne? So ist das, Leute. Ja. Das ist die Wahrheit und nichts mehr als die Wahrheit. So, gut, dann gehen wir mal zum edlen Gameplay-Spender The Magic Ohm. Er ist jetzt bei 20 Abschlachtungen und bei 7 Toten und 2 Verteidigungen. What the fuck? Und das noch alles auf dieser kleinen Minimap, der strahlenden Map. 200 Punkte, rein mit dir, wunderschön. So, ach ja, jetzt nochmal zum Thema, darf man NPD-Plakate zerstören? Ja. Darf man. Das ist meine Meinung. Egal, was das deutsche Gesetz sagt. Wenn ihr ein NPD-Plakat seht, nehmt es, zerstört es. Damit tut ihr etwas für die Freiheit der Menschen. Ob schwarz, ob weiß, egal ob Moslem oder Hindu, du kannst was machen, indem du das NPD-Plakat zerstören tust. Tu etwas für die Menschen, tu was für dein Land, tu was für die Welt, dann kannst du helfen. Somit sage ich ciao, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und zum Magic Ohm sagt auch ciao, 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 genau, hau rein, bis dann, see you later, Alligator, ne?